So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Plays. Ich muss jetzt erstmal noch sagen, was spiele ich denn überhaupt? Entschuldigung, The Long Journey Home. Ja, was wollte ich sagen? Wir haben eine sehr stark beschädigte Außenhülle. Wir haben ein bisschen Kupfer, glaube ich, letztes Mal abgebaut. Ja, komm, ein bisschen auf. Ja, hier haben wir auch genug, um nochmal aufzutanken. Ansonsten gibt es noch diesen weißen Zwerg und ein paar rote, mit denen ich mich nicht anlegen will. Das heißt, ich tanke auf. So, das reicht. Ah, nee, es reicht gerade so nicht. So, jetzt reicht's. Ein Sprung und weg von diesem Ort. Hier ist das Tor nach Skull Nebula. Da wollen wir sowieso hin. Händler auffüllen, Reparaturen, Shop. Was haben wir hier? Nur Eisen. Nur Gase. Na komm. Na toll, jetzt auch noch die Tankanzeige defekt und wir verlieren mehr Sprit bei allem. Unser Schiff bricht uns unterm Arsch weg. Aber so richtig, diese Folge fängt super an. Nicht. Hoffentlich haben wir hier wenigstens keinen Rucksack mehr. Ach, na toll, da unten ist es rot. Also, was gibt's denn hier? Es gibt zwei Eisplaneten und einen Felsplaneten. Und das Rote wird wahrscheinlich uns direkt angreifen, wenn wir versuchen, da hinzukommen. Ich möchte jetzt aber möglichst wenig Sprit verbrauchen. Also ich fliege jetzt quasi gerade einfach nur durch diese Umlaufbahn, um möglichst schnell zum anderen Planeten zu kommen. Ach, es ist ein Mitsurani-Freundschiff. Moment. Dann habe ich eine andere Idee. Denn wir haben das hier. Das ist das Problem gerade. Was sagen wir? Ich lasse mir von Aliens nicht vorschreiben, was ich in meinem verdammten eigenen Schiff machen soll. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich die richtige Person dafür bin. Und primitive Technologie, ich könnte es deaktivieren. Auf die Art greifen uns, also die Mitsurani greifen uns nämlich jetzt an, solange wir das drin haben. Das Beste ist, wie das Ding heißt. Celine-Dion-Gerät. Celine-Dion, schmerzhafte, schrille Töne zum Vertreiben der Mitsurani. Ich finde das schon super. Entfernen wir das Ding. Ihr seid nicht mehr unsere Feinde. Easy, für mich bloß Zeitverschwendung. Ist das Ding jetzt weg? Tatsache. Aber jetzt greifen sie uns. Ach, naja. Ich habe kein Interesse daran, mit euch zu reden. Warum stellt euch vor, das Schiff hätte uns jetzt angegriffen? Komm, jetzt können wir auch auf den anderen Planeten. Ich dachte, das wäre wieder so ein Racksackt-Vogel. Wir sollten sparsam mit der Medizin sein, bis wir sie wirklich benötigen. Ja. Super Sprüche hier. Das Problem ist wahrscheinlich, dass dieser Planet ist völlig infiziert. Da können wir uns nicht leisten zu landen. Das Problem ist, wir haben auch nicht die Credits für das Labor. Ich habe für das Tor. Kommt auf Labor. Aber können die einen trockenen Felsplaneten befallen? Ich hoffe mal nicht. Oh Mann, die Mitsurani sind echt nervig. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Spiel kriege, in dem die nicht drin sind, weil die Anzahl an Aliens ist relativ fest, glaube ich. Und es kann sein, dass man halt die Mitsurani nicht kriegt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass die auch tatsächlich immer dabei sind. Aber es gibt noch ganz andere Spezies. Ich glaube, die Ilitza hatten wir zum Beispiel hier nicht. Die finde ich sehr interessant.
Stürzt ihr da ab? Wahrscheinlich gleich. Hohes Risiko, da landen wir so oder so nicht. Los, stürz ab! Ich schwirre nämlich jetzt ab. Nein, folgt uns natürlich weiter, weil auf diesem Planeten nichts zu holen ist, oder was? Beziehungsweise zu befallen. Hoffen wir einfach, dass es auf diesem Eisplaneten noch irgendwas Interessantes gibt und dann... Beziehungsweise, dass wir da landen können, dass wir wenigstens irgendwas zum Verkaufen haben. Ansonsten haben wir nämlich ein Riesenproblem. Tödlich mit extremer Gravitation, Orkankonvektion. Na toll, die Meorkel haben jetzt unser Vertrauen verloren. Wenn mich gerade niemand dringend braucht, werde ich mich vielleicht mal eine Weile hinlegen. Dann müssen wir hoffen, dass das, was wir dabei haben, reicht. Und die Meorkel können uns jetzt schon nicht mehr leiden. Super. Vielleicht kriege ich einen guten Preis, der reicht, um wenigstens ins nächste System zu kommen. Ich meine, wir haben den... Na gut, den DNA-Sampler werden die kaum selber kaufen wollen. Aber ansonsten... Problem ist halt, wir haben echt wenig Treibstoff, da brauchen wir auch noch mal mehr von. Oh Mann, ich glaube, bei meinem Glück wird das die letzte Folge. Also zumindest für diese Crew. Nicht die letzte Folge des Projekts. So, wir kommen an. Mit gefühlt keinem Treibstoff. Wie viel geringer ist jetzt eigentlich die Effizienz? Ach, man sieht hier übrigens, dass so eine ganze Menge Kram rumliegt. Das ist immer abhängig davon, welche Leute man dabei hat, was da rumliegt. Ich glaube, das Periodensystem da auf dem Sofa könnte von Benoit sein. Das Herzchenkissen vielleicht von Miri, keine Ahnung. Weißt du, wie lange es dauern würde, ohne exotische Materie zwischen Sternen zu reisen? Länger, als es für dich dauern würde, es auszurechnen. Wenn mir... Ja, was hat... gib mir verdammtes Medikit, ich habe die Dinger schließlich bezahlt. Ja, schon klar. Landemodul, ja, Brücke wollten wir. Treibstofftank. Tankanzeige, minus 20% Effizienz. Ja, super. So, Almosen. Das wäre jetzt, glaube ich, so das, was wir am ehesten brauchen. Von seit diese Energiedinger uns da fast weggeböllert haben, ist unser Schiff hier auch schon wieder fast komplett im Arsch. Wir können echt vom Glück reden, dass wir denen entkommen sind. Wer Ärger aus ist, wird sich auf unser Geheiß mit Freude in die nächste Sonne stürzen. Eigentlich wollte ich nur schauen, ob ihr was kaufen wollt. Für 37? Entschuldigung, da müssen wir ein bisschen mehr für verlangen. 67? Akzeptiert, Hannes, du übertragen. Dieses Geschäft ist akzeptabel. Sonst haben wir nichts mehr, was wir denen anbieten können. Das Problem ist, das Tor kostet 75. Das Tor hat jetzt, glaube ich, eigentlich die hohe Priorität. Nun gut, wenn ihr es euch leisten könnt, transferiert die nötigen Credits. Euer 10 wurde angenommen, ihr dürft passieren. Was hätte eine Reparatur? Ja. Viel zu viel, alles kostet zu viel. Seid ihr fertig? Dann reist eiligst weiter. Oh Mann.
Wir haben so gut wie keinen Treibstoff mehr, eine Treibstoffeffizienz von quasi null. Wir müssen nur hoffen, dass es irgendwo Gas gibt, das wir abbauen können. Oder irgendeinen Ort, wo wir günstig tanken können. Vielleicht haben wir Glück. Wenn nicht, dann nicht. Wir kommen der Erde immerhin immer näher. Es sind nur noch 12.290 Parsecs. Ach, die Mitsurani können nicht länger unsere Freunde sein. Wie schade. So, jetzt erstmal hier in das andere System einbiegen. Wir haben also zwei Sonnen hier. Und die Glückt existieren. Frank Drake würde im Grab rotieren, wer auch immer das ist. Wahrscheinlich ist das sogar ein Name, den ich kennen sollte. Das Problem ist, dass ich da welche sehe, die höchstwahrscheinlich Racksack sind. Ich muss versuchen hier irgendwo. Also es gibt hier Wasserstoff. Den Wasserstoff muss ich auf jeden Fall abbauen. Na toll, ich glaube, der fliegt schon direkt auf mich zu. Och nein, es sind die Mitsurani. Ich dachte, hier gäb's keine. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich will nicht euer Freund sein. Oh, das ist so eine Scheiße von... Na toll, jetzt ist dieser Planet auch noch befallen. So, Autopilot ist ja bei uns ja auch schon so halb kaputt. Es gibt hier auch nur Carbonate. Ich brauche gefälligst das Gas. Und wenn ich dafür jetzt ein bisschen was an den Rucksack oder was da unten rumschwirrt bezahlen muss, meinetwegen. Hauptsache, ich komme an so ein scheiß Gasvorkommen. Ich glaube, gleich ersticken uns die Leute. Nee, es sind... Ach doch, es sind die Racksackt. Wer hätte das denn erwartet? Hey. Schwaches Fleisch, brüde Knochen, Blut oder Bares? Ja, Bares, bitte. Nimm die 10 von den 13, die ich noch habe. Bitte. Jetzt lass mich in Ruhe, ich brauche Gas. Ach, Mann. So, wir haben eine eindeutige Treibstoffwarnung. So könnte es... Ja, so müsste es passen, dass ich da hinkomme. Und wahrscheinlich landen jetzt gleich erstmal wieder die Mitsurani drauf. Hohes Risiko. Ja, die Orkel betrachten uns als Feinde und wir müssen hier landen, trotz hohem Risiko. Ist ja super. Es geht nicht anders. Ansonsten haben wir keinen Sauerstoff. Und verrecken alle. Da kann ich das Ding genauso gut in die Sonne fliegen. Ja, mit diesen Stotterbremsen, die wir da gerade haben, quasi als Gas. Oh, okay. Zumindest gibt es da einen Punkt, den wir untersuchen können. Wenn wir das hinkriegen. Ja. So, schauen wir uns das mal an. Habe ein abgestürztes Schiff gefunden. Aus dem Orbit heraus sieht es so aus, als wäre das das Epizentrum der Infektion des Planeten. Nein, das waren die Mitsurani. Das untersuchst du gefälligst nicht. Boah, uns geht echt das Gas, also das, der Treibstoff für den Länder sauschnell aus, seit die Effizienz so gering ist und wir diese scheiß Stotterbremsnummer haben. Also, gerade jetzt zum Beispiel. Das ist nur verkackter Wasserstoff. Und toll ausgerechnet in so einem Moment sagt das Ding sich, nee.
Na toll, bin nur als Befall. Und was war das denn jetzt gerade? Was ist... Nein, scheiße. Hoch, hoch, hoch. Einfach nur hoch. Oh Mann. Schon einen Wasserstoff oder was? Damit kommen wir doch keine 5 Meter weit. Wieder funktional, Erstickung gestoppt. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist tatsächlich gerade um den Stern fliegen. Aber bis wir da ankommen, ist unser Treibstoff wieder alle. Und unsere Außenhülle wird es wahrscheinlich auch nicht aushalten. Ansonsten kommen wir aber nicht aus dem System raus. Das Einzige, was wir gerade machen können, so traurig das ist. Und wir müssen jetzt hier also mittendurch. Simon Castillo Migräne. Ja, Mist. Außenhülle ist zu schnell kaputt gegangen. Aber andererseits, wir hätten ansonsten nicht die nötigen Mittel gehabt, um rauszuspringen. Gut, das war also die erste Runde. Sowas kommt vor. Status Fehlschlag, Grundschiff explodiert. Wir könnten zurückspulen, dann wären wir quasi wieder am Anfang. Es wäre aber auch nicht unbedingt besser. Interessanterweise steht nur bei Alessandra Iacovelli verstorben. Komm, gehen wir einfach zum Hauptmenü. Ja, der Dalek Entertainment Studio West, wir kennen das Ganze. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mission starten gehe, dann können wir uns nochmal ansehen, wen es denn so alles gibt. Wenn ich das nächste Mal mitnehmen könnte, ich werde jetzt noch keine weitere Expedition in der Folge starten. Ja, einmal, wie wird der Name gesprochen? Shawan? Ich weiß es nicht ganz genau. Ist, glaube ich, ein irischer Name. Shawan? Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall hat die einen Kristallschädel dabei. Ich glaube, den kann man gut verkaufen, aber das war es auch schon. Einige Leute haben wenigstens Zeug, um einfach Reparaturen durchzuführen. Ash finde ich richtig witzig. Einfach, weil er schon das ganze Schiff einsaut und er hat eine Zimmerpflanze. Zoe ist immer witzig. Ach ja, Nikolai Lebedev habe ich, glaube ich, so gut wie nie dabei gehabt bei den privaten Spielen. Ich muss zugeben, ich habe es bisher noch nie geschafft. Ich habe es aber noch nicht so oft gespielt. Malcolm ist halt ein guter Pilot, aber sonst... Ja. Ach ja, ansonsten... Irgendwas wollte ich noch sagen. Also auf jeden Fall, wenn wir jetzt keinen der anderen 4 Charaktere nehmen würden, hätten wir jetzt ja immer noch 6 zur Auswahl. Wobei ich glaube, das sollte jetzt innerhalb der nächsten... Also die Folgen habe ich natürlich immer mit ein bisschen Vorlauf produziert. Sollte in der nächsten Zeit kein weiteres... Also kein Kommentar kommen, in dem es heißt, hey, nimm mal die Leute mit. Dann ja, dann werde ich einfach wieder zufällig auswürfeln, auch wenn wir dann Leute wieder kriegen, die wir schon dabei hatten. Aber selbst dann, die Interaktion zwischen den Charakteren ist teilweise auch einfach sehr witzig. Ich hatte zum Beispiel, glaube ich, mal Nikolai Lebedev und Benoit Verdier dabei. Die können sich dann wunderbar miteinander unterhalten über wissenschaftlichen Blödsinn. Ich meine, der eine ist Forscher, der andere ist theoretischer Physiker, bitte. Shawan hingegen, ich glaube, man spricht es so aus. Siopan ist halt einfach eine sehr lustige Person. Ich glaube, die würde sich gut mit Ash verstehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und Ash ist halt der absolute Vollchaot, der einfach den Leuten unglaublich viele Streiche spielt und das ganze Schiff einsaut. Und naja, genug davon. Also er ist eine tierische Potsau. Aber genug davon. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß, auch wenn wir es diesmal definitiv nicht geschafft haben. Beim nächsten Mal vielleicht.
Also, wie gesagt, ich hoffe, Spaß, konstruktive Kritik, Wünsche etc. in die Kommentare. Ich kann natürlich auf die unter dieser Folge nicht unbedingt direkt mit dem nächsten Durchlauf eingehen. Aber ihr könnt ja sagen, hey, mach noch einen dritten oder vierten oder was weiß ich, die Folgen. Also, ich werde ja jetzt nicht so elend viele Folgen pro Durchlauf haben. Aber genug davon. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.